Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft PvP Training. Und ihr seht schon, ich bin heute nicht alleine. Heute bin ich am Start mit Ryan. Yo, was geht ab? Was geht, Leute? Und zwar ist Ryan auf mich zugekommen und bei ihm steht ein richtig krasser Kampf jetzt bald auf dem Spiel. Und zwar gegen wen? Gegen Ryan. Gegen die beiden RYs einfach. Ja, Bro, ich werde dir auf jeden Fall helfen. Leute, wir haben schon mal im Stream gekämpft. Das war schon einige Wochen her. Da hat Ryan auch sogar gegen mich gewonnen gehabt. Einmal, das kann mich doch trennen. Das war richtig krass. Ryan wird echt unterschätzt, muss ich sagen, von einigen. Ja, ich bin gespannt. Ryan wird echt unterschätzt, muss ich sagen. Also, ich habe auch dich beim Power-Level ziemlich hoch gemacht, weil ich weiß, dass du krass bist. Und, ich hoffe, das geht noch höher bald dann. Ja, ich bin mal gespannt, wie du dich heute schlagen wirst. Wir werden heute einige Kämpfe machen auf Gomme und vielleicht am Ende nochmal einen Heldenkampf, wie wir es damals bald mit Vive gemacht haben, Leute. Ich bin gespannt, Ryan, hast du Bock? Geil, Mann. Tipps geben. Let's go, Leute, lasst ein Like und ein Abo da, wir gehen rein, let's go! Okay, Ryan, ich habe auf jeden Fall ein Heldenkit vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du das schon mal irgendwie gesehen hast oder so. Ich fahre nicht mal heraus. Ich bin gespannt. Da sind echt, also ich glaube, da ist alles drin, was man so braucht oder was man auch hat bei Helden. Kannst du mal so vielleicht checken? Ja, ich setze hier gerade erstmal auf. Ja, alles gut, hast Zeit. Sharpness hier. Okay, die Hose hat Halbpackel 4. Ich weiß gar nicht, wie das passiert, das geht eigentlich gar nicht. Aber ist ja egal, wenn der Kampf eh nur 5 Minuten geht. Nein, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Ey, aber ich bin so nervös, Tridan, wirklich. Du hast aber auch ordentlich trainiert, seitdem wir das letzte Mal gekämpft haben. Bro, also ich habe, glaube ich, irgendwie 1000 Matches und Duels oder so. Also ich habe echt... Du machst dich mit bei Helden, aber du trainierst am meisten, wirklich. Ja, aber es macht auch Bock, muss ich sagen. Minecraft PvP macht echt Bock. Und ja, okay, bist du ready, Ryan? Ja, ich weiß nicht, ob ich ready bin, aber wir starten einfach. Der erste Kampf, Ryan gegen Tridan, ich bin gespannt, let's go. Okay. Ey, Bogen finde ich so nervig übrigens. Ich habe meinen ersten richtigen Schlagabtausch vorhin gehabt mit den Eiskriegern. Okay. Und da habe ich das erstmal gecheckt, dass die Punch auf dem Bogen haben. Das ist ja super nervig. Oh ja, Punch ist wirklich, wirklich richtig, richtig nervig. Okay, ja, hier. Ich kann nämlich eigentlich nur Nahkampf so, mehr kann ich nicht. Ich habe auch heute, muss ich sagen, noch gar nicht gespielt, ich bin mal gespannt. Okay, ist immer hier ein Girl-Apfel direkt rein hier. Ich hab gesagt, mit dem Eiskrieger ein bisschen. Mehr habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, okay. Punch ist hart. Ja, aber das werden auch alle in Helden benutzen. Deswegen rate ich dir, das auf jeden Fall auch zu benutzen. Okay, stark gelöscht. Ich hab meinen Bogen drauf, das muss ich noch machen. Ja, also Punch ist echt wichtig, muss ich sagen. Hast du auch schon Low-Fire-Texture-Packs und so alles drin? Ja, Low-Fire, Low-Shield, alles. Okay, sehr stark. Sehr stark. Oh. Ja, oh, die Bogen-Hits nerven. Die Bogen-Hits. Die sind krass gewesen. Zack. Oh nein. Alter, die Bungas haben echt gerade geschmeckt, muss ich sagen. Ja, bei ich habe auch letztens gegen den Eiskrieger gekämpft, also gegen Vive habe ich gekämpft. Und da meinte auch, meine Bungas waren richtig, richtig nervig. Ja, die sind wirklich krass. Aber... Du musst mal trainieren. Hast du irgendeinen Tipp? Oder einfach... Bro, also einfach viel spielen, wirklich. Also ist Geheimtipp in Minecraft, ist wirklich einfach viel spielen. So. Aber... Okay, du isst deinen dritten Goldapfel, das heißt, du hast noch einen. Zählt ja sogar mit. Ja, Bro, das ist, also, wenn man viel spielt, dann macht man das einfach irgendwann. Und auch ganz wichtig ist halt einfach auch, nicht zu paniken. Wenn man irgendwie low ist oder wenn man brennt oder so, man darf einfach nicht in diese Situation geraten, dass man denkt, oh mein Gott, was mache ich jetzt? So, weißt du? Immer schon Überblick behalten. Besonders bei Helden. Das war mein erster richtiger, ich sag mal, Heldenkampf jetzt mehr oder weniger, weil ich habe bis jetzt immer nur mit UAC-Kit trainiert. Ja, okay. Okay, ich esse jetzt auch hier meinen. Das ist ja nochmal viel entspannter. Da rennt man nur mit dem Lava-Eimer halt, ne? Ja, stimmt. Aber UAC-Kit ist auch sehr gut zum Trainieren, muss ich sagen. Boah, ich struggle, esse ich jetzt meinen Goldapfel? Ja, ist das die Frage, ne? Ist ich eigentlich. Ist du dein letzten Goldapfel, Ryan? Ah, hast du schon gegessen, okay. Ja. Oh, mein Gott, genau dann der Hit. Der war eklig. Oh nein, ey. So die Enderperle gewastet. Okay. Alter, deine Hits sind zu krass! Ich muss hier raus. Okay. Ja, ich habe noch einen Goldapfel. Jetzt kann ich eigentlich all-in gehen. Ich glaube, das ist dann over auch. Außer gibt es noch die krasse Kombi der Welt. Okay. Nein, das war's, doch was. Denk bitte Wasser. GG. Stark, aber hey, geiler Kampf, Bro. Geil. Okay. Ja, der war echt nice. Ich würde sagen, wir können mal eine Revanche machen, wenn du Bock hast. Und wir machen gleich auch, habe ich auch schon angesprochen, ein Kampf, bis die Rüstung kaputt geht. Oh, das wird krass, da bin ich so gespannt. Also das wird dann wirklich ein richtiger Heldenfight. Also, du hast aber noch keinen Fight, der wirklich bis zum Ende ging, oder?
Nee, noch gar nicht. Deswegen. Ich hab auch fast nicht gefallen, du bist jetzt ein Helden. Das wäre so, also, das wär so der erste. Ja, apropos Helden, also wie fandest du eigentlich so die Falle von Denergy, wo du reingelaufen bist? Ey, jetzt fang ich so an. Okay, ich muss mir vorstellen, dass Denergy fertig ist. Oh, bist du schon reingelaufen? Oh mein Gott. Oh ja, es war hier Wasser machen. Du hast auch noch ein paar Hotkeys. Das war ein zweites auf jeden Fall. Ah, hast du schon gemerkt, geil. Ja. Oh, da, guck mal, das ist halt richtig der Anschlag. Das ist richtig nervig. Okay, hier löschen. Direkt disengagen einfach. Ja. Beim Heldenkampf, also ist es wirklich unfassbar wichtig, dass du dich immer schnell löscht. Weil jeder Feuertick geht halt einfach auf die Rüstung. Das stimmt. Weil man halt, ich habe eine Frage direkt an dich. Ja, hau raus. Wir haben ja nur 4 Goldäpfel hier. Ja. Pre-gabst du trotzdem? Lohnt sich das? Nein. Also mit so wenigen tatsächlich nicht. Weil ich würde dann den Regenerationseffekt komplett ausnutzen. Weil man sich halt auch gar nicht healt sonst. Du hast auch keine Stacks und so gar nichts. Aber bei Helden, wenn man halt mit 2 Stacks oder 1 Stack Goldäpfel reingeht, da kannst du schon pre-gappen. Also das ist kein Problem. Deswegen. Aber ich sag dir echt, das mit dem Löschen und so, das machst du schon sehr schnell und sehr gut, muss ich sagen. Also die Leute unterschätzen dich, ehrlich, muss ich sagen. Wirklich, machst du echt gut. Ja, du hast ja schon gegen Reini gefightet auch, oder? Gegen Reini hab ich noch nicht trainiert, ne. Das echt nicht. Ah, okay. Das würde mich aber interessieren, ob du dann einschätzen kannst, wer besser ist. Ja, das wäre natürlich vorteilhaft. Ich weiß nicht, vielleicht frage ich Ryan ja auch noch wegen PvP-Training jetzt vor dem Kampf. Ja, das könnte sein. Das könnte auch echt mal sein. Trainieren jetzt. Ja, könnte ich gegenseitig die Videos angucken. Auch bei dir ist also ist ja. Kann ich gut einschätzen. Ja, stimmt. Das ist auch crazy. Und auch Cobwebs sind halt so krasser Faktor bei Helden. Also hast du Cobwebs auf Helden-Server? Ja, hab ich. Okay, sehr, sehr gut. Musst du auch benutzen, aber ich hab die Axt drin. Oh, Wasser. Okay, hast du wiederbekommen leider. Okay. Schade. Oh, Mann. Wann isst du Goldäpfel, wenn man so die Hälfte Leben weg hat? Ja, also situationsabhängig. Jetzt habe ich das zum Beispiel jetzt nicht so viel nötig. Aber wenn ich so sehe, ich habe irgendwie 4-5 Herzen, dann gehe ich schon langsam so in die Phase rein, okay, ich muss gleich essen, zum Beispiel auch jetzt. Ich sehe, ich habe 2 Hungerbalken, ein Goldapfel macht 2 Hungerbalken voll, dann kann ich auch Full Situation Effect ausnutzen. Also, dass ich halt noch regeneriere durch die Hungerbalken. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, also ist schon gut. Oh nein. Okay. Auch Einschätzung, also wie, ob du mehr Hits machst, ob du weniger Hits gemacht hast, beim Gegner ist auch sehr wichtig. Du hast jetzt gemerkt, ich habe mehr Damage dazu gemacht, auch durch die Crits und sowas. Ja. Das heißt, ich habe mehr Leben als du und ich kann natürlich All-In gehen. Ich weiß, dass du früher als ich den Golem verlassen musst. Wäre schön, wenn ich noch einen hätte, Tridan. Ah, du hast keinen mehr. Aber ich habe gepregamed, das war richtig dumm. Ah, okay, das war natürlich, glaube ich, nicht so smart jetzt in der Kit. Aber, Bro, sag dir ehrlich, also, ich habe dich echt nicht so krass eingeschätzt. Also, ich habe dir schon damals gesagt im Stream, dass du wirklich unterschätzt bist. Unterschätzt wirst. Du hast auch damals sehr viel Battles und so gespielt, habe ich mitbekommen. Ja, genau. 189 kann ich auch gut. Aber das neue Kampfsystem kann ich gar nicht. Ich spiele wirklich nur 189 PvP. 1.8 habe ich früher auch richtig gegrindet. 1.20 spiele erst eine YouTuber-Insel. Aber, okay, lass mal, lass mal Only Swords machen. Da kann ich dir vielleicht noch so ein paar Sachen sagen. Okay. Weil bei Only Swords, es gibt echt richtig viele Sachen, die man hier beachten kann. Es gibt halt. Haben wir das auch gemacht, oder? Ja, genau. Also jetzt bin ich nochmal krasser Only Sword geworden. Aber sagt der W-Tapping was? So die allgemein so dieses. Kenn ich. Bei 1.8 hat man das ja auch gemacht. Aber ich kann es nicht. Du kannst es nicht? Okay. Ich weiß nicht so gut. Man bleibt doch kurz stehen oder nicht und rennt dann wieder weiter. Ja, genau. Ja, genau. Du kannst aber auch das mit S kombinieren, dass du einfach kurz zurückrennst. So. Also du rennst. Drückst du kurz S und dann machst du die Kombi halt weiter. Also du drückst halt S, wenn du den Gegner geschlagen hast, im perfekten Moment. Mhm. Und das ist halt dafür da, dass du die Range zwischen euch beiden halt erhöhst und damit der Gegner dich einfach nicht reachen kann. Das ist schon sehr, sehr krass. Ja, dann sieht es immer aus, als ob man da mal hacken ist. Ja, genau. So dass du einfach so einen Range-Hack hast. Was mache ich jetzt? Genau, so ist das. Okay, starten wir einfach? Ja, lass starten. Okay, ich probiere das ja direkt anzuwenden. Aber auch Crits, wirklich, Crits sind so unfassbar wichtig bei diesem Kit, aber auch generell. Zum Beispiel jetzt gerade, guck mal. Das ist schon sehr, sehr nervig. Wenn du das noch kombinierst mit einem Crit dazwischen, dann ist das wirklich die krasseste Taktik. Echt krass. So. Ich muss dich halt in eine Kombo kriegen, sonst habe ich schon verloren. Ja. Okay, stark. Das war ein guter Double-Hit. Ich brauche hier natürlich auch S-Tap. Oh, okay, das war ein starker S-Tap von dir. Das war echt ein sehr, sehr guter S-Tap. Okay, du hast echt noch gut aufgeholt, glaube ich, aber müsste trotzdem noch ein Vorteil sein. Oh, ja, der Hit war eklig. Ich hab's nicht gesehen. Alter, du hast doch gut aufgeholt, aber ich hatte 2 Herzen, glaube ich.
GG. Ist das stark, Bro? Stark. Noch eins, okay. Revanche, Revanche. Okay, lass noch was machen und dann direkt in den Hellenkampf rein. Ich hab Bock, Alter. Boah, der Hellenkampf wird richtig Spaß, Bro. Ja, der wird, glaube ich, mindestens so 10 bis 12 Minuten gehen. Bis der erste Slime kaputt geht. Ja, das ist eine gute Vorbereitung auf jeden Fall. Oh ja. Okay, erster geht damit. Manchmal kann ich die Range einschätzen. Ja. Ich glaube, dass das kein Hit wird. Aber auf welcher FOV spielst du? 80. 80, finde ich aber auch nicht perfekt eigentlich für PvP. Ich spiele auf 90. Ich finde die Videos besser. Ja, ja, okay. Ich hatte früher mal 95. 95 ist auch gut. Ansonsten, ich würde sogar vielleicht auf 90 stellen, weil... Oder auf 95 stellen, wie du es halt früher gemacht hast. Alter, okay, das ist ein ekliger jetzt. Wow, 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 Alter. Okay, ich muss mich mal hier konzentrieren. Oh. Ich fange mal jetzt andere an. Ich fange mal jetzt ein bisschen an, andere hier Taktiken zu benutzen. Jetzt legt der richtig los. Oh, okay, ich habe aber auch wenig, muss ich sagen. Oh, oh, das war eklig. Nein, 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 oh mein Gott. Okay, auf einmal. Okay, das am Ende war krass. Aber, das ich sag, bis davor warst du im Vorteil, glaube ich. Also, ja, ich hab auch. Bis da kommen wir was zum Vorteil. Dann hast du ja komplett zerstört. Ja, das war wichtig. Okay, würde ich sagen, Alter, was ist ein Beispiel gewesen? Dann lass mal rein in den, auf den Server da, oder? Hast du Bock? Ja, Mann. Let's go. Geil, Mann. So, Ryan, wir sind jetzt hier am Start mit... Jetzt geht's Alter, hier genau so. Es gibt gerade Erinnerungen hier gegen... Ah, das Schwert hat sogar Unbreaking, aber ich glaube, das Schwert wird eh nicht kaputt gehen mit einem Kampf. Schwert hat genug Haltbarkeit. 2-6 Enderperl, Kopfwebs. Er ist eigentlich genauso wie bei dem Kampf gegen Evive. Boah, jetzt bin ich wieder ein bisschen nervös, ey. Das wird geil. Wie geht's, Mann? Ey, ich hab eine Frage noch, bevor wir kämpfen. Ja. Würdest du sagen, Lava-Eimer bringt ja nicht so viel, oder? Also ich persönlich benutze Lava, ich werde einmal Lava-Eimer gar nicht benutzen, aber du weißt ja, wenn du in Lava drin stehst, du kriegst mehr Feuerticks, als wenn du einfach normalerweise brennst. Das könnte schon für die Rüstung, ja, kann schon gut sein. Aber ich habe überlegt, auf den Hotkey Blöcke zu packen. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Also Blöcke habe ich safe, also Blöcke werde ich safe benutzen. Lava-Eimer werde ich gar nicht benutzen, wirklich. Ich finde das... Stört mich einfach nur beim Kämpfen, deswegen. Okay, bist du ready, Ryan? Bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1 und go! Go! Oh mein Gott, okay, okay, okay. Was wird dein erster Move sein? Smart einbauen mache ich nie mit dem Bogen. Oh, Take Aim hier direkt, Errungenschaft. Oh, das Flash sogar nicht hinbekommen. Oh, oh. Oh nein. So, okay. Oh, okay, das war eklig. Hier direkt Fortnite-Wände gebaut, okay. Boah, das war ein starker Bogenhit, Bro. Das war ein richtig starker Bogenhit, muss ich sagen. Okay. Ja, ich muss üben mit Bogen auf jeden Fall. Weil sonst, du kennst ja Bad Wars-Spieler, ich hasse immer die Bow-Spammer. Stimmt. Okay. Oh nein, ich dachte, der trifft. Oh, die Axt-Krits haben ja auch nochmal richtig schön rein hier. Boah, ist ja auch so hohes. Ja, 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 also ich muss jetzt nicht gewinnen werden jetzt hier. Boah, auch hier ein Sumpf oder was? Was sind wir hier für ein Gebiet? Ey, das ist so ein schlechter Ort zum Fighten, ne? Ja, ich merke schon. Auch die Schafe, man, die ganze Zeit. Oh, eklige Kopfhubs raus hier. Oh, es war stark von dir, aber. Alter, aber auch eklig, dass das Wasser hier, ja, ist. Ja, das dass nicht richtig geflossen ist. Okay. Machen wir hier kurz. Boah, das waren eklige Hits. Okay, Schild ist weg. Fuck. Oh. Alter, ich hab nicht mal gesehen, dass du einen Bogen in der Hand hast. Ja, aber ich hab's ja auch nicht vorhin gesehen. Oh, die Bogen ist auch wieder rein. Ey, das Schaf war am Weg! Nein. Oh mein Gott. Das Schaf hat für mich geblockt. Ja, hab ich schon gemerkt. 2 gegen 1, Team, 2 gegen 1. Oh! Okay, ich chill komplett. Alles ist super. Ich bin im Cobweb auch. Ja! Cobweb! Es sind 2 gegen 2, Schaf und du gegen Cobweb und ich. Ich muss auf jeden Fall denken, mehr Gaps zu essen einfach. Oh ja, du hast sogar genug, ja. Oh, kann ich hier gerade einmal nicht hitten? Oh. Ne? Also, ich selber vom Bogen getötet. Oh mein Gott. Sind beide reingelaufen. Ja. Zack. Oh, es ist Nacht. Es ist auch Nacht hier, oder was? Oh, das habe ich nicht umgestellt. Ja, das ist halt wie in echt, ne? Ja. Oh. Okay. Ah, fast ein Wasserleib bekommen.
Boah, ich hasse das, wenn das Wasser runterfließt, wirklich. Ja, ist echt nervig. Denke, man kommt aus dem Web raus und dann sowas. Ich muss gleich erstmal umstellen. Ich glaube, es spawnen sogar Monster gleich, ne? Oh oh. Das hab ich gar nicht mehr gedacht. Oh oh. Aber können wir kurz machen, das können wir auch kurz eher zu mir gehen und dann machen wir weiter. Okay. Dann stell einfach um und dann geht's jetzt los. Ja, jetzt beginnt's richtig, Leute. Let's go. Viel Erfolg dir, Ryan. Lass auch runterzählen in dem Chat. Gleich. Ja. Okay, Leute. Puh, jetzt ist crazy. Wir konzentrieren uns. Er zählt gleich wieder runter, Leute. Und dann geht's sofort wieder los. Aber bis jetzt meine Rüstung. Ich glaube, ich habe bis jetzt auch wieder mehr Hits gemacht als er. Diese kleinen Schwertkombos und die Crits haben. Die hauen schon richtig gut rein. Okay, set time. So. Ich glaube aber, muss auch nochmal den Day Cycle muss auch auf voll stellen. Ah, perfekt. Ja, komm mal, kennst du das aus. Okay. Das hier da runter. Ah ja, hat Weather gemacht, aber Daylight. Ja, okay, sehr gut. Jetzt ist es richtig. Go! Okay, let's go! Okay, die zweite Phase, Leute. Spannende Musik, bitte. Oh, jetzt geht's los, Alter. Okay. Ryan. Mein zweiter offizieller richtiger Heldenkampf, Leute. Bin gespannt. Okay, sein Wasser ist natürlich jetzt nicht so gut gesetzt. Ich habe noch gut gekrittet hier. Muss irgendwie nur seine Axt machen. Okay, die ist jetzt, seine Axt war schon sein Schild. Okay, er löscht sich. Okay, sein Schild ist weg. Ich kann nicht gut online gehen. Ah, okay, der Schlagbogen halt, ne? Der Schlagbogen, Leute. Okay, zwei richtig gute Bogen jetzt. Drei Bogen jetzt. Okay, er muss healen. Ich hab, okay. Ich hätte hier oben an die Wand machen können, aber ich hab's leider verkackt. Er löscht sich echt gut. Also Ryan löscht sich wirklich richtig, richtig gut, Leute. Da muss ich, ich gebe kurz mal einen Goldlöffel, um auf der sicheren Seite zu sein. Okay, das haben wir geblockt, sehr gut. Boah, er löscht sich echt schnell, muss ich sagen, Mann. Okay, er kämpft gerade hier mit Axt, um die Rüstung down zu machen. Sehr smart von ihm. Aber darf natürlich auch hier die Crits nicht vernachlässigen. Kann man ein ekliger Bogen-Hit. Okay, da haben wir in Real Life gedodged. In Real Life, Leute. Bogen-Hit! Okay, nochmal ein Axt-Hit. Wenn er sich löscht, ich mich auch. Bogen-Hit. 2, 3. Ah, vierter. Ich weiß nicht, ob er gerade MLG gemacht hat. Okay, das blocken wir. Wir müssen echt mehr Damage gemacht haben. Also sein Helm. Oh, okay, er hat gerade eklig gewehtappt. Muss ihn da irgendwie ins Kopf bekommen. Irgendwie kommt er gerade nicht rein. Stark. Okay, jetzt haben wir ihm auf jeden Fall wieder eine Comic gegeben. Und er. Oh mein Gott, ich weiß nicht grad, wie low er war, Leute, aber der Gap ging halt leider durch. Okay, sein Schild ist auch weg. Jetzt kommt die Crits, jetzt kommt's auf Crits an. Und wir geben ihm auf jeden Fall viel besser. Und er brennt auch die ganze Zeit. Okay, die aggressive Enderperle war's, glaube ich. Okay, er perlt auch. Achso, mein Wasser sogar, merke ich gerade. Was da verloren gegangen wurde. Verloren gegangen ist aber nicht wichtig. Endermite, bitte mach ich gerade Rüstungsschaden. Oh mein Gott. Okay. Boah, er löscht sich echt gut, Alter. Also was Löschen angeht, ist Ryan echt geisteskrazy. Okay, wir haben ihn drinnen. Er muss wieder löschen. Okay. Mal Axe-Hit. Okay, den kriegen wir nicht raus. Löschen. Boom. Ja, dieser Rasen hier nervt auf ziemlich. Boom. Ah, eigentlich habe ich das geblockt, aber wird irgendwie nicht. Ah, schon wieder, okay, wird irgendwie nicht anerkannt. Dann danke, Minecraft. Er ist drinne. Eigentlich kann ich auch probieren, sein Wasser mal wegzumachen, aber. Okay, das ist ein ekliges Kraft. Ich glaube, hier hat er mich auf jeden Fall besser bekommen als ich ihn. Aber ich habe jetzt ein Gap drin und er nicht. Das heißt, er könnte jetzt zu sicher sein. Das. Okay, hat sich gut gelöscht. Löschen wir uns mal auch hier. Genau, die zweite Phase von mir bis jetzt echt nicht so gut, muss ich sagen. Okay. Geben uns gleich Crits. Ah, dieses. Ah, der Rasen halt, der Rasen. Immer dieses. Das habe ich ihn einfach gelöscht, okay. Okay, wir Perle, Leute.
Okay, jetzt muss er. Ich kann eigentlich. Okay. Er muss laut sein. Was? Oh mein Gott! Okay, okay, die aggressive Perle war es. Oh, Leute, was? Der Kampf wurde ja früher als geplant hier beendet. Alter! GG! Ich weiß nicht, er muss nicht. GG, Ryan! Oh mein Gott, da war ja früher zu Ende als geplant! Ey, ich bin komplett reingepackt am Ende. Ich hab's nicht geschafft, ein Gold auf zu snacken und so. Ja, ich hab's gesehen. Mann. Deswegen, also Panicken ist ehrlich hart. Wenn du das hinbekommst, das irgendwie wegzumachen, weil guck, kurz dein Helm an. Ah, okay, du kannst ja kurz Helme vergleichen hier. Der erste war deiner. Oh ja, der war schon sehr low, meiner. Ja, ja, also ich hatte schon ein bisschen mehr. Relativ viel. Alter, aber das war ja auch ein richtig krasser Kampf, Bro. Weißt du, was du sogar besser machst als ich teilweise? Löschen. Was denn? Ah, okay. Das Löschen machst du echt wirklich richtig, richtig gut. Zu perfekten Zeitpunkten, auch du kriegst kaum Feuerticks, das machst du echt richtig stark, Mann. Das wird dir im Kampf richtige Vorteile bringen. Ich dachte, dass ich eine Chance habe. Ich dachte mittendrin, boah, jetzt gebe ich ihm eine Kombo, ich könnte noch gewinnen und dann war ich einmal am, tot. Am Ende hast du teilweise echt besser als ich gespielt, muss ich sagen. Da hast du mir echt gute Kombos gegeben. Die letzten, so die zwei, so die Schwert, die Auseinandersetzung mit dem Schwert, da hast du mich echt gut auseinandergenommen. Aber am Ende zählt halt der ganze Damage. Ja, ja, der Damage. Ich wusste halt, dass du low bist und ich wusste auch, weil du blockst die ganze Zeit, du musst halt low sein. Deswegen die Enderperle war da, glaube ich, schon der richtige Move. Ja, die war stark. Bro, aber ich hoffe, das hat dir irgendwie was gebracht jetzt für den zukünftigen Fight gegen Reini. Auf jeden Fall, ich fühle mich jetzt selbstbewusster gegen Reini. Geil, freut mich. Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir mal ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Check Ryan ab und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao!